It's Playtime und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar ist es diesmal Pokémon Silber Challenge. Was das genau ist, werde ich euch jetzt im Verlauf mal erzählen. Ihr seht schon, das ist nicht die normale Geschwindigkeit. Ich spiele das Ganze auf 300%. Weiter brauche ich nicht. Ich muss jetzt mal Optionen nehmen. So, was habe ich mir hier vorgestellt? Immer Typ 7. Nein. So, neues Spiel. Wir gehen mal eben durch. Was? Den Text muss ich jetzt nicht vorlesen. Wer genau wissen möchte, guckt bitte bei meinem anderen Let's Play. So, ich mache jetzt mal 9 Uhr nachts, denn das wird auch noch wichtig sein. 9 Uhr, kann man, dass es dunkel ist. Natürlich ist das dunkel, weil du verpennst. Du musst ja nichts machen, du bist ja nur am Saufen. Tja, naja. Gut, bla bla, wer bin ich? Name. Ich bin der Duran. Gut, bin ich doch nicht. Ich habe mich verletzt. Dann bin ich halt nur die. Ich bin die. Gleich der erste Fail im Spiel. Gut. Okay, Leute. Was habe ich vor? Ich erkläre es euch jetzt mal. Der die erklärt euch das jetzt. Das Ganze hier ist Pokémon Silber, ein Challenge-Mode. Es ist nichts geändert. Die ROM ist so, wie sie ist. Ich habe 5 Regeln mir gesetzt, die ich in diesem Ganzen erreichen möchte. Und das erste möchte ich jetzt sagen, das Wichtigste, es ist ein, ja, ein Mono-Run möchte ich nicht sagen. Es ist ein Typ-Kampf. Ein Typ-Run. Welcher das ist, das habe ich im Vorhinein ausgelost. Ich habe mir die ganzen Typen von Normal bis Unlicht rausgesucht. Natürlich mit der Prämisse, wenn du jetzt Unlicht nimmst, wird es ein bisschen schwierig am Anfang. Aber erstmal geguckt. Rauskam am ersten Mal, ja, gleich Flug. Ja, Okay. Klingt am Anfang relativ leicht. Es gibt viele Flug-Pokémon. Aber im Verlauf her doch etwas schwieriger. Aber okay. So. Pokécom, ja, komm. Jetzt muss ich mal eben einstellen, nicht, dass ich das vergesse. Heute ist Donnerstag, ne? Heute ist Donnerstag. Ja. Ja, wir haben Sommerzeit. Ja, komm. Das ist die erste Regel. Flug-Pokémon. Darunter zählen auch Pokémon, die sich noch dazu entwickeln. Zum Beispiel Raupi. Raupi entwickelt sich zu einem Smeppo und Smeppo ist Käferflug. Zählt dazu. Muss man wissen, ist ganz wichtig. Das Start-Pokémon hier ist jetzt egal, das wird sowieso nachher wieder abgelegt. Ich werde mein ganzes Team nur aus Flug-Pokémon bestehen lassen. So. Nein. Ja, komm. Nein, gib mir mal Indivier, komm. Nein, obwohl, Indivier ist blöd. Nehmen wir mal Feurigel. So, Feurigel braucht keinen Spitznamen, denn der kommt nachher wieder weg. Das ist nämlich auch gleich Regel 2. Die Pokémon, die ich fange, bekommen alle Spitznamen. Eigentlich eine relativ simple Regel. Also. Gut, Regel Nummer 3. Ach guck, da haben wir schon einen Huthut. Erinnert sehr stark an eine Nuzlocke Challenge. Wenn eins meiner Pokes besiegt wird, muss es weg. Dann kommt es aus dem Team raus. Es wird nicht mehr eingesetzt. Regel. Moment. Upsala. Zack. Regel 4. Keine Beeren. Deswegen habe ich dem Feuerriegel auch gerade die Beere weggenommen. Es werden keine Beeren eingesetzt im Spiel. Auch ganz wichtig. Keine Parabeeren, keine was. Es werden nicht zum Heilen benutzt und auch nicht zum Tragen. Beeren sind strikt verboten. Und dich sprechen wir eben an. Regel Nummer 5. VM-Sklaven sind erlaubt, aber nicht in dem Kampf. Das bedeutet, ich darf nur einen VM-Sklaven mitnehmen, wenn ich die VM gerade brauche. Und jetzt nicht permanent ein Knofenser mit Zerschneider mit mir führen. Das ist nicht erlaubt. Mein Team muss zu einem großen Teil immer aus Flug-Pokémon bestehen, nur wenn es halt nicht mehr geht und eine TM eingesetzt werden, weil VM eingesetzt werden muss. Das sind die 5 Regeln, also vielleicht nochmal im Kurzen. Regel 1, Typ Flug. Regel 2, jedes Pokémon bekommt einen Spitznamen. Regel 3, wenn das jeweilige Pokémon besiegt ist, muss es weg, aus dem Team raus. Regel 4, keine Beeren. Und Regel 5, VM-Sklaven dürfen nur kurzzeitig für die VM-Nutzung genutzt werden. Ansonsten müssen sie wieder aus dem Team raus. Das sind die 5 Regeln für Pokémon Silber. Ich hoffe mal, ich kriege das hin.
Mal schauen. Ich bin ganz aufgeregt. Nein, ich bin ganz gespannt, wie das wird. Den Kram kennen wir alle schon. So. Und warum ist es eigentlich Nacht? Ja, ganz simple Geschichte. Es ist Nacht, weil ich mal in Nacht spielen wollte. Sonst habe ich das immer tagsüber gemacht, immer nach der richtigen Zeit. Jetzt habe ich mal gesagt, komm, jetzt gibst du mal den Nachtmodus. Schaust du mal. So, erster Rivalenkampf, ist mir total egal. Ach, siehst du. Jetzt bin ich ja auch blöd vorgegangen, ne? Schon die ersten Fehler gesehen. Ich hätte ja Kanimani nehmen sollen. Hätte er Endivir gehabt, dann wäre es mit meinen Flug-Pokémon später einfacher geworden. Schade. Zu spät gemerkt. So. Vollregel ist geheilt, Gott sei Dank. Auf. Am Anfang gebe ich da noch nicht viel drauf, dass ich den Kampf verliere. Das kommt später. Sowieso noch. Also ich glaube nicht, dass ich hier ohne die Niederlage durchrenne. Ich krieg noch irgendwann Probleme. Ja, wie heißt er denn? Da habe ich was. Den Namen mal ein bisschen schwierig hier. So, Uran. Wenn ich schon nur die heiße und er Uran heißt und wir uns zusammenschließen würden, heißen wir Duran. Oh Gott. Ja, ich bin's die. Die Destiny. Ich bin ein Schicksal. Achso, Entschuldigung. Ja, und da sind die ersten Pokebälle. Gott sei Dank. Mutter eben Bescheid sagen, dass ich auf Reise gehe. Nein, und die Mutter wird auch nicht für mich sparen. Nervensäge. Gut, auf geht's. Wir haben ja schon unser erstes... Nein, du sollst mir nicht zeigen, wie mein Pokémon fängt. Das werde ich ja noch wohl alleine hinkriegen. Mit Level 2 will ich aber nicht haben. Dann schon 1 Level 3 oder 4. Na komm, es geht auch 4, oder? Jetzt. Nachkommen. Ich will es schnellstmöglich haben. So, Hudu ist natürlich ein äußerst bescheidenes Flug-Pokémon. Wirklich bescheidenes. Also Noctu ist echt der letzte Rummel. Aber naja. So, Hudu kommt natürlich ins Team. Wie können wir ihn denn nennen? Ich habe mir natürlich auch wieder vorher keine Gedanken gemacht. Tja. Hut Hut, Noctu. Eulen. Ich hab keinen Plan. Ach, warte mal. Geht das? Night. Night. Wing. Ja, das passt. Leute, ich krieg Geld. Ist aber echt schwierig hier. Nightwing. Ja, aber bis des Nachts gefangen haben. Da muss ich schon überlegen, ey. So, ab ins Pokémon Center. Einmal heilen. Und jetzt sagen wir Tschüss, Feuerriegel. Und damit ich ja nicht auf blöde Ideen komme, kann ich das Ding auch enden. Warte mal. Da. Nein. Freilassen. So. Feuerriegel freigelassen. Und ich auch ja nicht auf blöde Ideen komme. Da ist es. Nightwing. Normal Flug. Tackleheuler. Super. Heißt jetzt erstmal trainieren, wa? Oh Gott. Hut, Hut. Nightwing. Ohne Flachs, ne? Das ist das Erste, woran ich gedacht habe, als ich den Zettel gezogen habe mit den Flug-Pokémon. Habe ich gedacht, scheiße. Wenn mir sofort bei Pokémon Silber Hut-Hut in den Kopf kam. Lol. Lol. Ich wollte gerade sagen, wenn er stirbt, ist er weg. Dann nenne ich Game Over. Oh Gott, ich muss aufpassen. Lol, ich muss voll aufpassen, ey. Ich muss jetzt mal Tränke kaufen. Ja, mal ein paar Tränke.
Jetzt habe ich Gegengift. Ach, fuck. Na gut, Gegengift kann man auch noch gebrauchen. Alter Schwede, wenn das mal in die Hose geht, ey, dann habe ich echt vergeigt. Dann ist das Let's Play hier schon zu Ende. Mein Nightwing drauf geht. Ist mir egal, da fliehe ich. Das ist mir jetzt wurscht, wenn ein Volltreffer landet. Ne, 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 ne. Dann macht man mich Falke nennen, aber das ist ja wohl kacke. Rot, rot. Och Mensch, schon mal auf. Finde ich voll uncool. Solange kein Volltreffer landet, ist mir das egal. Alter. Ohne Spaß, ne? Ist gar nicht so leicht. Probier das mal auch mit dem verkackten Nock-Hut-Hut, ey. Später. Oh, Alter, Alter! Da bin ich jetzt risky gewesen. Da war ich jetzt risky. Wäre der Tackle daneben gegangen, wäre ich tot gewesen. Naja. No risk, no fun. Gibt's eigentlich nachts keine Taubsies? Finde ich ein bisschen schade. Der zieht 5 KP ab mit so einem scheiß Tackle, ey. Gerade waren es nur 3. Du willst mich doch verarschen, ne? Seht euch das mal an. Ich krieg voll auf die Klappe hier. Na gut. Noch ein Hut, Hut. Ach komm, hier Level 2 kriegen wir doch wohin, oder? Der zieht immer noch 3 KP hier. Ist mein Hut, Hut so schlecht? Mein Nightwing? Grausige Werte. Weißt du, jetzt Level 4, ne? Aber trotzdem. Das ist so ein Grund, warum ich Hudu überhaupt nicht mag. Der lernt auch nichts Tolles. Irgendwann lernt er Schnabel und dann hat sich das. Super. Dann ist Hudu fertig. Eieiei. Oh, 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 ne, 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 ne. Ratfratz Level 4 besiege ich nicht. Der taut mich auf mit Pushen. Ich sah eigentlich taktisch vor, und selber auch mal Heuler machen, ne? Aber wenn ich damit jetzt anfange, wird sie noch Ewigkeiten dauern. Hau, 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 hau. Level 5. Lernt nix. Toll. Man lernt ja nochmal Schnabel. Ich hab keinen Plan. Bin ja auf sowas nie vorbereitet. Sagen auf Level 6 und dann würde ich ihn nach oben gehen. Ist echt nicht einfach. So. Aber was haltet ihr denn davon, von meiner Idee? So eine kleine Challenge zu machen? Ich finde das ganz cool, weil ich hatte jetzt eher weniger Lust auf ein ganz normales Pokémon Silber durchgerenne, weil ihr Gold ja schon kennt und die Story hier für Silber nicht nochmal neu aufpushen muss. Ist halt genau das gleiche, es wird nur zwischen Ho-Oh und Blue. Oh, Moment mal. Ho-Oh und Lugia sind beides Flug-Pokémon, ne? Aber rein theoretisch könnte ich mir die doch fangen. Oh. Das ist interessant. Oh, Gesichte. Wow, ich bin begeistert, Hutu. Das behalte ich mal im Hinterkopf. Von Legendären habe ich nichts gesagt. Ist ja geil. Stimmt. Leute, das habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Ist ja stark. Aber ich werde es dann auch nicht übertreiben. Ich werde mich jetzt nicht beide holen und ins Team packen. Ich könnte. Naja, wir schauen. Erstmal geht es darum, dass ich Hut ein bisschen hochkriege und vielleicht auch mal irgendwo ein Tag. Gibt's eigentlich da oben Habitax? Ist da oben eigentlich noch Habitax? Sollen gucken, wa? Ja, ja, hier gibt's einen Hut, ich weiß. Schön für dich. Ein Radfratz. Habitax?
Hier ist ein Kleinstein. Oh, das wird in den Höhlen auch noch schwierig werden. Radfratz, erstmal gucken. Verdammt, läuft Habitak hier nur tagsüber rum? Ich bin mir eigentlich sicher, dass hier Habitaks laufen. Wobei ich dann auch wieder nicht weiß, wo ist der Unterschied zwischen Gold und Silber. Aber ich glaube, da gibt's keinen bei denen. Mist. Schade wäre das. Scheint es tatsächlich nachts über nicht zu geben. Das macht's schwieriger. Aber okay. Das macht's schwieriger, aber nicht unmöglich. Okay. Vergessen wir das? Gehen wir weiter. Noch ein Hut. Ich würde mich auch echt ärgern, wenn jetzt hier in diesem Let's Play ein Shiny-Pokémon auftaucht. Was nicht vom Typ Flug ist, weil ich dürfte es ja nicht fangen. Ich fange mir nur die Flug-Pokémon und Sklaven. Wobei, dann könnte ich den Sklaven benutzen. Dazu aber erst... Yeah, das dauert noch. So. Was ich mache, ist die Beeren aber mal mitnehmen. Denn später gibt's ja Kumu-Milch dafür, wenn wir dieses kranke Miltank da behandeln. Hut! Ich bin ein Hut! Sei lieb zu mir! Niemals. Wann lernst du Nervensäge Schnabel? Auf 9 oder was? Ich würde das schon gerne haben. Das Schnabel wird mir auf jeden Fall im Klofensaturm helfen. Klofensaturm ist ja ein Selbstläufer, wenn ich erstmal Schnabel habe. Und zwar gibt es zwar auch gegnerische Hut, aber die sind ja bei weitem noch nicht so gefährlich. Wie zum Beispiel an den. Ich erinnere allein an die Stahlarena, an die Eisarena. Ach du Heiliger, was da alles auf mich zukommt. Major Bob. Oh Gott, ey. Boah, das ist echt nicht lustig. Es gibt natürlich auch Teile, wo es dann wieder einfacher ist. Einfacher wie beim zweiten Arena-Leiter oder im Profensatur. Aber dann auch wieder so Punkte, wo ich dann sage, nee, ne? Das habe ich bei jedem Typ gehabt, wo ich mal durchgegangen bin im Kopf. Na, dass du jetzt das Pokémon hast, aha. Wo kommst du dann hin? Oh, da kriegst du Probleme und ja. Yeah. Da gab es dann so einige Situationen, wo ich sagte, wie willst du das schaffen? Ja, komm mal, hier nochmal ein Trainerkampf. Also die schlimmste Regel ist Regel 3. Wenn jetzt mein Nightwing echt besiegt wird, dass es dann aus dem Team fliegt. Und da ich noch kein anderes Team-Member habe, wäre ich dann kaputt. Das wäre uncool. Das wäre echt uncool. Dann wäre das Spiel nämlich vorbei. Was mache ich denn dann? Wenn ich jetzt wirklich kein zweites Pokémon kriege, ich will ja noch einen Hut fangen zur Not. Ohne Quatsch, das mache ich jetzt. Danke. So, Hulu bekommt auch einen Spitznamen. Ja. Safer. Punkt.